Wenn im Hostel am Bahnübergang, es ist heute gegen 20 Uhr, zu einem Verkehrsunfall zwischen einer 19-jährigen Fahrradfahrerin und der S-Bahn von Hildesheim in Richtung Gelsenkirchen-Mühl gefahren ist. Offensichtlich hat die Radfahrerin die Halbstrecke umfahren und wurde somit von dem herannahenden Zug erfasst. Dabei ja, die erst eintreffenden Einsatzkräfte haben am Bahnübergang selbst in dem Sinne keine S-Bahn mehr gesehen. Die steht ca. 300 Meter weiter von hier aus am nächsten Bahnübergang. Und nach kurzer Zeit haben die Einsatzkräfte unter Einsatz von Beleuchtungsgeräten und so anderen Hilfsmitteln technischer Art jetzt eben eine leblose Person kurz hinter diesem Bahnübergang aufgefunden. Also den Kurzberichten der ersteintreffenden Kräfte und auch des Notarztes nach ist die aller Wahrscheinlichkeit nach sofort dort gewesen. Sobald die Schranke oder das Signal auf Gelb umspringt und dann auf Rot, sollte man es tunlichst vermeiden oder unterlassen, die Halbschranken oder Schranken zu umfahren. Bei der Feuerwehr wird sich jetzt weiterhin in Abstimmung mit dem Notfallmanager und eben auch den ermittelnden Kollegen bzw. Beamten von der Polizei auch weiterhin ausleuchten und verifizieren, womöglich von irgendwelchen Sachspuren am Ereignisort beschränken. Ja, die weitere Arbeit der Polizei ist so, dass halt die Schrankenanlage überprüft wird. Nach derzeitigem Stand war die Ampel vollkommen in Ordnung.